Platz da. Hier kommt der Mazda. Ey, halt. Sicherheitskontrolle. Lately, we're seeing more and more reporters sniffing around for a scoop on Shinra. I was chasing after one who had snuck inside the building. But I lost him. We absolutely cannot allow confidential information to leak to the public. Ja, ja. I will catch him. Das mach mal. Schafft er bestimmt nicht. Dup-di-dup. Hier, in irgendeine Gasse gehe ich und dann komme ich beim Schimmelhaar Hauptquartier raus. Ist auch sehr ulkig irgendwie. Hätte ruhig ein bisschen krasser gekennzeichnet sein können, aber naja. Ach, guck mal, da war ja noch was. Im Materielabor auf der Soldier-Etage wird Materie hergestellt. No shit, Sherlock. Bringst du den Forschern des Labors einen Markonit, können sie ihn für dich zu Materia veredeln. Markonit erhältst du unter anderem durch Missionen. Du da. Right now, we are running a special on potions. The general public still has to pay full price. But for soldier members and Shinra troops, they are currently free. Cool. How about you, sir? Would you like one? Ja. Denn das wirkt wie eine Phönixfeder. Man nimmt das einmal und dann kann man im Kampf wiederbelebt werden, wenn man stirbt. Einmalig. Und dann kann man jetzt halt wieder zurückkommen und sich das hier auffrischen lassen. Also jetzt halt ist nicht richtig, wenn man halt gerade auf Mission ist oder so, man halt hier irgendwie unterwegs ist und jetzt die Missionen macht, kann man das jetzt halt machen. Das ist halt ein bisschen schwieriger. My son got lost inside the Shinra building. I was so worried, but the young lady at the information center was able to help me. Thank goodness. That's one thing about the Shinra Company. They always offer service with a smile. Ja, natürlich. Das sind wir. So machen wir das. Wow! So this is the Shinra building. This is my first time here. Tja. Ich meine, das Shinra Building sieht im FF7 Remake so viel, also auch generell, imposanter aus, als hier gerade diese innere Ebene einen das glauben lässt. Aber gut. Quatsch. Oh, hello there. Hi. If you need help with anything, please. Hey, he's pretty cute. Ja, das ist Zack, der ist cute. Und du da? Day, ah. Welcome to the Shinra. Du bist doch diese Feroz Clubtante. Please come see me anytime you have questions concerning the Shinra building. So, Einsatzplan, ba. Kenne ich alles, brauche ich nicht. So. Zweite Etage. Hier geht's nicht weiter nach oben, wieso nicht? Wieso nicht? Hey du. Sir, I am a new recruit, sir. I am committed to giving my all for the Shinra Company, sir. Okay, weitermachen. Oh, mir ist hier nicht. Komme ich da nicht in den Ausstellungsbereich? Doch, da. Was eigentlich auf dieser Ebene sein müsste, bin ich der Meinung. Hier, das schöne Auto. Das tolle Motorrad, auch wenn das hier ein bisschen aufgemotzt aussieht, will ich mit dem Originalspiel. Die später immer mal geklaut werden in ungefähr 7 Jahren von einer gewissen Gruppe namens Avalanche. How do I make her realize my feelings? Oh, you heard nothing. Nö. Ich verrate auch nichts, weil ich gar nicht weiß, um wen es geht. I came as soon as I heard the exhibit room was open to the public. The Shinra Company's achievements are simply amazing. Ja. This room is a testament to that. Ja, ein Auto und ein Motorrad. Wobei das Motorrad total Hightech-mäßig krass aussieht und die beiden Autos einfach mal Asbach-uralt und hässlich sind. Aber ist okay. Shinra-Modell SA-37. Hässlich wie die Nacht. Aber das hier ist schon was anderes. Luftschiff Highwind. Ein Original-Look. Concept-Art quasi. Nahezu. The exhibit room is open to the general public. We ask that you refrain from any conduct that would disturb our visitors. Ja, mal sehen. Na. Hardy Daytona. Daytona, keine Ahnung. Oder auch Clouds zukünftiges Vehikel, zumindest kurzzeitig, bis er sein Fenris-Motorrad bekommt. In Adventure. Ja. Shinra-Rakete Nummer 26. Das Raumfahrtprogramm, das gibt's ja hier noch in der Zeit. Das ist ja erst später zum Stillstand gekommen, nach Crisis Core. Shinra-Modell PA-86. Auch unglaublich hässlich. Ich verstehe generell die Faszination von Autos nicht so, die angeblich viele Männer teilen. Hab doch einen in meiner Freundesliste bei Facebook, der total... Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls, diese ganzen Nerds, ja, ich nenne die Nerds, haben ja oftmals ein Fable für solche uralten Autos, die so ganz toll oldschool aussehen. Ich finde die einfach nur alle potthässlich, uralt und
verstehe ich null, ganz ehrlich. Ja, ich habe mich null Verständnis für sowas gut finden zu können. Hey, ganz doof Sam, gesagt. You're wanted in the briefing room. Find's hässlich. There's a Turk waiting, so you should hurry. I had no idea things were so hectic. Sorry, I distracted you. Ist okay. Ich habe ein paar XP bekommen. Hey, good luck out there. I'll Ach, mail Kanzel. You when I have time. Du bist ein echter Freund. Ist er wirklich. Kanzel ist ein cooler. Er lebt nicht sehr aktiv hier im Spiel, aber ich kann schon mal sagen, ich finde ihn per se sehr sympathisch. So, ab in den Materia-Raum. Er ist nämlich hier. Hallo! Naturally formed Materia are extremely rare, but Mako Stones are relatively easy to obtain. A Mako Stone is crystallized Materia, made of concentrated Mako energy. It doesn't function as Materia, but if we process it here, we can make it into Materia. Soldier sometimes runs Mako Stone excavation missions. You should go sometime. Das Gesicht von dem Typen erinnert mich sehr stark an einen NPC im FF7 Remake, was ich gerade erst gesehen habe. Und wo ich sagte, ah, oh, sieht so schlecht aus im Gesicht, finde ich mit den Hauptcharakteren. Das ist, glaube ich, der gleiche. Achso, ich habe noch eine Mission bekommen, ja. Dann habe ich hier gerade nichts zu tun. Dann werde ich auch noch die Mission machen, damit ich das hier machen kann. Hallo, Typ. I don't suppose you've noticed all the specialized rooms on this floor. We have the briefing room, the materia room and the training room. All these facilities provided just for us. It's good to be in Soldier. Der ist hellblau mit Stufe 3. Rang 3. Aber Kanzel war da auch noch eine andere Farbe als wir gewesen. Da habe ich jetzt drei verschiedene Farben bei zwei verschiedenen hier. Und du bist Rang. Hey Zack. 2. I hear that you were quite the hero in the Wutai operation. They say you must have taken out about 1,000 Wutai soul, but don't forget. Ja. I'm gonna be the next one to make first. Me. Was ich meinen Namen. Aber echt merkwürdig, dass die müssten wirklich exakt die gleiche Uniform haben. Haben sie aber nicht. Kurios. So, Zack, der Materia-Jäger. Ja! Auf wie geht's! Bam. Naja, nach dem Ladebildschirm. Ich sehe schon eine Kiste da, das ist voll gut. Oh, die eine Kiste, die es hier gibt sogar. Hey, ich wollte gar nicht kämpfen, ich wollte nur die Kiste holen. Aua! Aua! Eine Wand was am Gesicht. Du Flügelauge, du! Bam, bam! Stirb! Na? Möge das Gift ihn hinrecken. Dahin verrecken lassen. Hallo? Geht doch. Nicht so stark, das Gift, ja? Hi, Trunk. Na, Diggerchen? Na, ja, ist gleich auf normal, nur mit einem mehr. Das wird bestimmt nah zu überfordern. Tschu! Tschu! Wow, Level up! Bam, bam. Bam, 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 bam. Die haben auch noch kalt hier. Zack. 1, 2. Yeah. War nicht so schwer, oder? Naja. Ist ja auch eine Ein-Stern-Mission. Wir sind halt alle ziemlich gleich. Schwer oder leicht, je nachdem. So, schon wieder eine neue bekommen. Yeah. Oh, ich habe 3% geschafft. Juhu! Damals schon. Level 2. Mache ich mal eben aus Spaß und der Freude. Um zu sehen, ob ich für 2-Sterne-Rang schon fit genug bin. Müsste eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob ich die Mission eben gerade, die letzte Mission auch schon Stufe 2 war. Mit dem Sicherheitstraining. Kann doch auch sein. Die scheint zumindest nicht stärker als die vorherige zu sein. Bam, bam. Krasse Musik gerade. Oh, jetzt ist sie normal geworden. Ich habe den Chor bisher nie so wirklich wahrgenommen. Jetzt ist er wieder weg. Ich level ein bisschen. Oh yeah. Guck mal da, ein Vieh. Stirb, Vieh. Activating Combat Mode. Tatsache. Der Chor im Hintergrund. Ist mir bisher eben nie aufgefallen.
Heieieieie. Das war ja ein bisschen sehr einfach. Ohne mich beschweren zu wollen. Also ja, Sternchen 2 schaffe ich auch noch locker. Gut für mich. Sehr gut für mich. Was haben wir jetzt Schönes? Immer noch 2. Komm, hau rein. Machen wir alle weg jetzt die Mission. Also die jetzt. Ich will nicht alle Missionen machen, aber zumindest die paar Missionen noch. Und ich hoffe echt, dass ich jetzt für die nächste Mission bereits zum Soldier Rang 1 befördert werde. Ich weiß es nicht genau. Denn dann kann ich jedenfalls auf der Mission selbst noch mal ein bisschen grinden. Offscreen. Ah, verdammt. Der ist nicht gut drauf, der Vogel. Ba, 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 ba. Der absorbiert bei dem Blitz einfach. Das ist nicht in Ordnung. Egal. Da muss ich ihn halt so kalt machen. Zumindest kann er sonst vergiftet werden, wie gerade hier. Voll gut. Das geht also. Na du Vogel, du! Ja. Eigentlich ja ein Butai-Gegner. Der kam damals, glaube ich, als erstes auf dem Kontinent von Butai als Gegner im Originalspiel vor. Oder vielleicht sogar in Nibel? Quatsch, in Corel schon? Bin mir nicht ganz sicher. Wenn aber eine andere Variante. Also ich, auf jeden Fall gab es den in Butai. Ich weiß ja nicht, aber vorher schon in einer anderen Version dann da auftrat. So, ich würde mal die Stern 3 Sache. Könnte jetzt schon ein bisschen kniffliger werden. Hoffen wir mal, das kriegen wir hin. Oh ja. Die eine Map hier bei der Mission, die ein bisschen weitläufiger ist, die aber entsprechend echt wirklich schlecht aussieht grafisch. Auch auf der Switch schon, aber hier ist es auch nicht viel besser. Was hast du davon, wenn man mal ein großes Areal zeigen willst, auf der PSP, auf dem PSP-Spiel quasi, und dass sonst du tolle Grafik hat wegen dem extremen Schlauchdesign. Da merkst du aber sowas sofort. Ah, da war ja was. Ba, 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 oha. Autsch. Ja. Also es geht. Besser ist das Feuer natürlich, ist ganz klar. Ba, 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 ba. So. Glaube ich. Ach. Werde auch direkt mal gucken, ob ich ein bisschen was Feuermäßiges machen stattdessen. Zack. Mein TP-Boost steigt leider gar nicht. Da ist einer bei den Kisten. Da ist eine, da ist die andere. Ja, die hole ich mir noch. Mal sehen, wie viele Kämpfer dazwischen liegen werden. Noch keiner. Immer noch keiner. Und wir haben Super Trank. Ja! So, und hier noch einmal. Mhm. Okay. So. Dann wollen wir mal. Egal. Feuer. Ih, Käfer. Zack, zack. Bam, 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 bam. Und weg mit euch. Aua, aua. Meine Leben sehen gar nicht so gut aus, sehe ich gerade. Eieiei. Oh, der lebt ja noch. Verdammt. Ich dachte, ich war im Kampf, aber war nicht so. TP vollständig. Dankeschön. 3 Heiltränke, jawoll. Klingt nach Verschwendung, aber ist egal. Säbel sie alle weg. Oh, aua. Aua. Und lebe wieder halb runter. Das gibt's doch gar nicht. Sieht schon ein bisschen kritisch aus gerade. Das täuscht aber. Tada. Aua. Bam, bam, bam. Ja, ich glaube, ich brauche trotzdem vielleicht nochmal. Oh Mann, ist hier zu früh gedrückt hier. Einen kleinen Schub an Sachen. Ich hoffe, der ist feueranfällig und nicht blitz. Wenn überhaupt. Oder einfach gar nicht anfällig, ist auch okay. Ah, 2 davon. Aber ja, Stufe 3 Mission schaffe ich auch schon, wie es aussieht. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Zack. Trotzdem alles kein Problem hier. MP frei, super. Achso, ich kann nicht. Ich bin gestummt. Aua. Sollte ich vielleicht teilen? Naja, ich kann einmal sterben, das wissen wir ja. Ich habe meinen vollen. Oh, warte kurz, zu spät. Ja! Oh.
War da eben nicht auf Stufe 1 gewesen? Dann bin ich auf Stufe 2, aber offenbar habe ich gerade nur ein Level geschafft. Hab ich wohl verpasst, dass ich besser wurde. Aber gut, was soll's. Dann ist das so. Ja. Nee, Quatsch, ich wollte eigentlich so.